Hausbesuch in Ostfriesland. Dorfpolizist Albers hat einen unangenehmen Auftrag. Moin. Moin, Frau Rottemund. Dürte Kling kommen. Ja, moin erstmal. Jeden Monat treibt Albers in seinem Revier Schulden ein. Die Frau hat ein Bußgeld nicht gezahlt. Jetzt droht ihr Gefängnis. Was gibt es? Das gleiche Spiel wie letztes Mal. Und zwar Heavy Van Haftbefehl, Frau Rottemund. Oh, nee, ja. Das ist so, dass Staatsanwaltschaft in Aurich hier einen Haftbefehl da geschickt hätte. Und zwar hätte das Amtsgericht in Wittmund Erzwingungshaft erlauben. Einen Tag Erzwingungshaft. Mhm. Oder die sofortige Zahlung der ausstehenden Geldbuße in Höhe von 20,45 Euro zuzüglich Kosten. Moin. Ist ich da? Folgendes. Wir haben hier einen Haftbefehl, der zu vollstrecken ist. Wir haben gegen Sie einen Haftbefehl. 1 Euro heavy am Mist. So, ich möchte hier noch im Anklingeln. Wir haben hier noch einen kleinen Haftbefehl. Vielleicht ist der Mann zu Hause. Ja, tschüss, ne? Ja, okay, tschüss. Die Frau kann ihre Schulden begleichen. Rund 50 Mal im Jahr ermittelt der Oberkommissar in Sachen Geld oder Knast. Seit 18 Jahren ist Joachim Albers Polizist in Holtrim, einer kleinen Samtgemeinde an der ostfriesischen Küste. Hier ist der 40-Jährige geboren, aufgewachsen und hier hat er auch geheiratet. Viele der knapp 9000 Einwohner kennt er persönlich, mit den meisten ist er per Du. Auch mit dem Mann, den er zusammen mit einem Kollegen am nächsten Tag verhaften muss. Der hier? Ja. Waren die hier lernen? Nein, mit den Ollen waren hier. Ist nicht gesagt, dass er nur da ist, aber. Ach so. Monate zuvor war der Gesuchte erwischt worden. Ohne Führerschein und mit 2 Promille Alkohol im Blut. Er wurde zwar zu Gefängnis verurteilt, hätte sich durch Zahlung einer Geldstrafe aber auch freikaufen können. Nun ist die Frist verstrichen. Oh. Hallo? Hallo. Hallo. Wohnt ihr hier werden? Tag der offenen Tür, aber. Ja, das kommt hier wohl mal vor, dass die Leute die Tür nicht verschließen. Heinz, Ilse. Hundmärzig. Der hat die Blackfin aber auch. So. Gibt's doch gar nicht. Hallo. Hallo. Meistens sind die nur rüber zum Sprung auf den Nachbarn oder so. Ja, das war. Da ist doch jemand. Ilse, moin. Moin. Dörren sind alle auf dem Unkenehmen, Mocklos, so wie Raupen und moin. 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 Ist Günther da? Nee. Günther ist nicht da? Nee. Wo kann ich dir denn mal antreffen? Ja. Die schleppt. Die schleppt. Nicht die Bau mit Bär oder was? Ja, ich komm. Günther! 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 Ja. Ich geh da, Mister. Ja, genau. Hallo, moin. Moin, Günther. Ja, ja, komm mal dann. Ja. Moin. Moin. Mann, oh Mann, oh Mann, ich will mich gar moin erstmal. Günther, wir haben Haftbefehl. 3 Monate Freiheitsstrafe wegen der Geschichte und Aurich.
Und auch wie nur macht der Tau. Und ich hab doch betaut. Du hast nie betaut. Ich hab ihn Haftbefehl, wie du siehst. Ich hab betaut. Aber nicht diese Sorg. Aber ist ja verständlich. Urteil des Amtsgerichts Aurich vom 8.10.2001. Ja, ich hab betaut. Kann ich nichts zu sagen. Ja, bestimmt. Ich bin angehalten worden und sollte die Strafe bezahlen. Und die hatte ich damals nicht und jetzt habe ich die schon länger bezahlt, also ich habe es betraut. Ich hab den Arm. Der ist aber sicherlich anders. Ja, jetzt drauf. Ja. Tatvorwurf, vorsätzlich getrunken im Verkehr. 1700 und noch was mehr. Und fahren ohne Fahrerlaubnis. Du, 1700 und noch was mehr. Kann ich nicht so sagen. Also hier steht drauf, der Vorteil, der hat sich auf ergangene Ladung zum Strafantreten nicht gestellt. Ich weiß nicht anders. Ja. Ich hab, wie gesagt, ja, wie man nur da ist, sagt der Tau, schätze ich mal. Aber ich hab betaut. Und dann muss ich das klären lassen. Dann schreit hier, wenn du sogar wieder gut machen, wenn wir die nur in Haft bringen und du hast betaut. Aber ich kann dir nicht anders erzählen. Das Ding ist amtlich. Ja, ich hab wirklich betaut. Pack die mal im Twitter an der Socken zusammen, weil wir denken, ohne Birks und wie hier war. Ja, im Moment. Ne? Ja. Ich komm so zu mal. Ja, pack, ich blieb hier. Ach so, ich konnte hier wehren. Nein, nicht wehren, aber ich mit dem Parken habe ich die Tau kicken. Ja. Ne? So. Einen Birks im Parken. Ja. Also ihr könnt nichts. Kevin betaut. Ah, was muss er denn jetzt mit? Er geht mit, ja. Wir müssen diesen Haftbefehl ja vollstrecken. Wir haben einen, wie der Name schon sagt, Befehl, ihn in Haft zu nehmen. Und aus dem Grunde haben wir auch gar keine andere Wahl. Und dann will ich Geld mit den Pornobüchsen, wie gesagt, was du kennst, Tennbessel. Ja, Geld habe ich nicht in der Tasche, ja, und nur die Grunde weghalten. Und den Rest kann man die vielleicht mal genau schicken. Nein, ich wollte das nicht, Leute. Ich kann nicht mehr. Komm, wir essen mit, dann kann wieder den Pflicht. Bitte, mach deine Tempel, muss ich Papa vertellen. Nein, alles betaut. Tatsächlich kann der Mann einen Zahlungsbeleg vorweisen. Die Geldsumme könnte überwiesen worden sein. Daher wird der 46-Jährige nicht wie geplant direkt ins Gefängnis, sondern zunächst auf die Revierwache gebracht. Ja, wir müssen jetzt zunächst einmal klären, ob die Zahlung tatsächlich erfolgt ist. Es ist zum Beispiel denkbar, dass zum Beispiel das Konto keine Deckung aufwies und aus dem Grunde die Zahlung vielleicht nicht erfolgt ist. Dann müssen wir ja auf jeden Fall erstmal den Haftbefehl verstrecken. Steckt die Idee erstmal in, dass ja. den durchschiffen, damit dann bin ich der mal los könnte? Ja, die Bezahlung ist erfolgt, also hilft mir nichts. Kann nicht sein, dass Sie nichts mehr auf dem Konto hatten oder so. Nein. Extra deswegen bin ich zur Bank gewesen, habe sogar noch Geld aufbezahlt. Anbezahlt, damit mein Konto so weit gedeckt ist, damit es bezahlt wird. Das ist aber nach dem Haftbefehl bezahlt worden. Das wäre am 27. Januar, ne? Ja, Sommer, Dezember. Dezember, ja. So steigt hier auch, ja. Ja, es kann sein, dass sich das überschnitten hat, dass also die Zahlung nach Erlass des Haftbefehls erfolgt ist und somit sich Zahlungseingang und Haftbefehl überschnitten haben und das Geld dann später dort eingegangen ist. Dann wäre es eventuell hinfällig, ne? Noch was kurz in die Taschen gehen, bitte. Ja, da nichts in der ersten. Nö, was? Hier ist ein Knirp. Herr Domi, noch mehr? Kostet ein paar Euro. Und Schau noch ganz kurz gut. Ja, aber Gürtel? Nee. Gürtel? Ja, aber ich komme nicht unbedingt. Nein, aber Domi, trotzdem mehr. Das hört sich so. Nein, war. Ja. Ja, du mal, wird es spannend. Ein Anruf beim zuständigen Staatsanwalt soll nun klären, ob der Haftbefehl gegen Günther H. vielleicht doch nur ein Versehen ist. Moin. Ja, Herr Wammer. Sie haben nur nicht angerufen und haben den Muck festgenommen.
Nur hier legt uns jetzt eine Überweisungsbestätigung von Kreissparkasse über die Zahlung von 870 Euro für, die an TuS Westerende gegangen sind, was also wohl die Empfänger von dieser Geldsumme Westem soll. Ja. Also trotz Zahlung ist die Haft zu verschenken. Ah, klar, Herr Pollmann. Danke, tschüss. Also, es besteht ein Widerrufsbeschluss. Das waren Bewährungsauflagen. Er sollte tatsächlich dieses Geld bezahlen, aber er hätte es fristgerecht bezahlen müssen. Und vor der Zahlung ist das Ganze wieder aufgehoben worden, also widerrufen worden. Und jetzt ist der Haftbefehl tatsächlich zu vollstrecken. Er hat zwar gezahlt, aber zu spät. Und aus dem Grunde müssen wir jetzt zunächst gelegenen JVA, um die Sache abzuschließen. Der Haftbefehl ist also rechtskräftig. Ne? Wenn man keine Arbeit hat, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Ne? Wie ist denn Ihre momentane Situation? Ach ja, ich lebe. Aber das ist auch alles. Es ist nicht viel drin. Wenn der Staat selber keine Arbeit schafft, dann ist nichts da. Was machen Sie denn? Ich bin Polier im Tiefbau. Im Tiefbau ist das immer staatlich abhängig. Zum Beispiel Kanalarbeiten oder sowas, das wird nur vom Staat gemacht. Also Zweck, Kommune oder sowas. Ne? Wird ja nicht von, nur von öffentlicher Hand. Und wenn da nichts ist, kann auch nichts gebaut werden. Kein Geld da ist, kann auch nichts gebaut werden. Und wie lange stehen Sie jetzt schon auf der Straße? Ich habe letztes Jahr so einen Jobclub mitgemacht und da habe ich dann so für eine Firma so circa 3 Monate umsonst gearbeitet und danach war ich 3 Monate eingestellt. Das waren 6 Monate im Prinzip und vorher war ich auch 1,5 Jahre auf der Straße. Es ist kein Job da, es ist keine Arbeit. Na und was machen Sie dann den ganzen Tag? Ja, ganzen Tag, ja, zu Hause ein bisschen was. Haushalt, oder? Ja, und draußen. Aber was soll man machen, wenn wir? Noch bevor Günther H. ins Gefängnis transportiert wird, muss Albers bei einem weiteren alten Bekannten vorbei. Der Landwirt ist regelmäßig zu schnell mit dem Auto unterwegs und hat schon wieder sein Bußgeld nicht gezahlt. Falls er die Schulden jetzt nicht an Ort und Stelle begleicht, muss auch er ins Gefängnis. Moin Günther. Muss den Schuldigen direkt die Nummer befallen, du hier. Moin Günther. Hallo. Moin. Komm, du bitte. Wir haben mal so einen Zettel gekriegt, so einen Haftbefehl und da reitet ein Tag Erzwingungshaft und 20 Euro. Bin ich auch dafür? Ja. Dann muss ich mal mit reinkommen, oder was? Den glaube ich nicht. Aber du hast nur hier das Mount, dass du hier nur fahren wolltest. Ja, das geht denn noch. Ja, das ist er. Ich mag hier, da kommt noch. Magst du noch, ja? Kommt sehr schön, wie hören her. Hier ist warm, Günther. Komm mit rein, komm her. Ich wurde ja weiter hochgestanden, Günther. Ja, 20 Euro. Plus ein und da dich Türen eigentlich kosten, wo du dich nicht mitbeteiligen kannst. Ja, nee, nee. Hast du noch 1 Euro Türen eigentlich? Dann wird komplett. Dann bist du davon auf. Joachim. Ja, ich hab die entlaufen, weil ich wollte, aber. Dann bist du davon auf und wie kann dieser Vorgang für dich schicken? Ja, du musst dann sagen, nur noch bis gegen noch. Was er wieder drauf hat, kriegen wir. Ja, das ist doch. Dann hat wieder noch Westport von Holland, kriegen wir davor. Ich habe sogar eine Sammlung, ich sammle die auch gerade von 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 Euro Tür, 90 und 50 sind 51 Tür, 90. Ich habe immer Probleme, ich fahre meistens so 75 oder 78 und im letzten bin ich noch bei 50. Auch noch. Ich fahre fort, mal hier gar nicht. Weil durch ganz gewaltig schnelles Fahren ja nur Unfälle kommen. Und ich habe bislang, Gott sei Dank, noch nie einen Unfall gehabt. Noch nicht. Nicht das ganz lang, in der lange Leben.
Und warum haben Sie jetzt nicht gezahlt? Ja, was weiß ich, ich bin ja alleine und der Joachim kommt hier so ein bisschen öfter vorbei. Oder? Ja, wir kennen uns schon ewig und das ist kein Problem. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Und wenn ich dann mit solchen Sachen komme, dann wird das bezahlt und dann ist das Ding aus der Welt. Und weiter dann, damit bleibt man auch noch in Verbindung. Ja. So. Götter, heute die Munter. Ja. Alle BS. Und dann hier, kommt nicht einmal auf die Glasdraht, fahrt auch vorsichtig. Fahr auch 50 oder was. Tschüss, ne? Ja. Also ich kenne ihn sicherlich schon seit ich diese Arbeit hier in der Gemeinde mache. Das sind sicherlich schon fast 18 Jahre. Einmal musste ich ihn auch zur JVA bringen, da musste er eine Haftstrafe absitzen. Weswegen? Ich meine, es war trunken im Straßenverkehr oder sowas. Ne, da haben wir uns dann zu einer bestimmten Zeit verabredet und er stand auch mit der gepackten Tasche dann parat. Das ist das Problem, man läuft hinter diesen kleinen Dingern genauso hinterher wie hinter den großen. Gut, wenn man dann sagt, ist nicht anzutreffen, dann schickt man das Ding zurück, dann wird er ausgeschrieben zur Fahndung. Und bei der nächsten besten Gelegenheit, wenn er dann in irgendeiner Kontrolle gerät, wird er dann festgenommen. Das wäre dann eben die letzte Konsequenz. Dorfpolizist Albers auf dem Weg zu Günther H. Der Mann war betrunken Auto gefahren und muss jetzt dafür büßen. Da er die Geldstrafe nicht rechtzeitig bezahlt hat, soll er sie nun absitzen. Der Oberkommissar sucht ein passendes Gefängnis. Albers, Polizei Gottrim. Moin. Herr Fender, wie haben die einen Probanden, der hätte 3 Monate Freiheitsstrafe dafür büßen? Und obwohl ich ihn fragen, ob ich wie kommen kann. Der kommt von Holdrim. Das ist Westerholt. Ja, genau. Nein, ist Freiheitsstrafe. Gut. Keine Drogen und auch kein Alkohol geschwängert. Nein. Jetzt erfährt auch Günther H., was ihn in den nächsten 3 Monaten erwarten könnte. So, Günther, wir haben das geklärt. Die Bewährungsauflage wird das. Den du da betreuen hast. Ja. Und der ist wieder rauben worden. Also mach ich nur das. Ja, man hätte hier uns den Beschluss jetzt zerfaxt. Also mach ich mit. Du musst erstmal mit. Baumaschinenführer und so wieder. Wird dem Verurteilten am 8.10.2001 gewährte Strafaussetzung widerrufen, weil er die Auflage betreffend der Zahlung des Geldbetrages von 2000 D-Mark nicht fristgerecht erfüllt hat. Ja, die kann ich ja nur nicht. Ja, das ist aber das Problem. Also das ist erstmal umsonst, da kriegst du wieder Geld, aber nur ist die Bewährung aufgehoben worden. Und das hält wie man nur erstmal nach einem Männerjob fahren. Was für Geld kriegen wir ja? Die 820 Euro, die 2000 Mark. Verdammt, ja, die hast du ja überwiesen, aber das ist eben zu lauter überwiesen worden. Ja, lauter, wie es eigentlich ist. Ja, ich kann ja Eben, aber das ist eben hier 23.11.2001. Ja, das ist nur das oder nicht? Wird, ja, nun, so ist das. Aber der Haftbefehl hat Bestand. Aber dann, das ist ja so was. Ja. Nun kriegst du ja noch Geld. Ja, nun. Da muss ich starten mit Lärm. Das sind die Unterlagen, die kannst du wenig steigen, die brauche ich nicht. Nein, aber das ist nur gefährlich. Diese Aufhebung hast du auch durchschickt gekriegt. Dann müsstest du also, du sollst auch haben. So sieht's aus. Wie fahren erstmal nach Emden, Herrn Götter? Ja, sehr schön. Was soll ich machen? Von Emden kann man vielleicht was machen. Ja, nun. Die Kasse wird erklären oder mit Staatsanwaltschaft noch erklären, dass du doch einen Deal mit Hallen machen willst. Das sind wir in Emden. Was ist denn hier? Was ob den kommt man nicht so ein Schlag? Ja, nein. Das wird der wenig schrecken lassen. Nicht mehr als 300 Euro will Günther H. monatlich zur Verfügung haben. Lange Zeit zu wenig für die Tilgung seiner Strafschuld. Rund 16 Monate nach dem Urteil und zum ersten Mal in seinem Leben kommt er nun in Haft. Polizist Albers kennt den Mann schon seit seiner Kindheit. Es ist so, dass man seine Arbeit macht und das wird auch in dem privaten Umfeld akzeptiert. Denn letztendlich weiß er auch zum Beispiel, dass er sich das selbst zuzuschreiben hat. Und er steht letztendlich ja dann auch für die Konsequenzen ein. Das
ist ab und zu vielleicht in der Arbeit unangenehm, aber da können wir nicht vorweglaufen und er kann auch nicht da vorweglaufen. Also von daher. Dann ist sowieso nichts. Da sind Gitter. Und darüber. Hier sind wir nicht. Ja. So, wo muss ich? Hier kannst du dann rüberfahren. Nee, doch nicht. Hier, doch, achten. Irgendwie. Du kannst doch da rüberfahren. Hier rechts? Ja. Durch die Zusatzstraße. Ja. Geschafft. So, auf geht's. Ja, krieg nur viel Einlass hin. Gut 5 Stunden nach seiner Verhaftung wird Günther H. in die Justizvollzugsanstalt Emden überstellt. Mit ein wenig Geld, Unterwäsche und ohne Zahnbürste. Um seine Verpflegung muss er sich in den nächsten Monaten jedenfalls nicht mehr sorgen. Gibt es denn jetzt jemanden, der sich um Sie kümmern wird? Ja, hier ganz viele, glaube ich. Ich weiß nicht, ich finde das, weiß ich nicht. Ich kann da nichts so sagen, ich bin wirklich platt. Das ist bezahlt. Jetzt kostet ich denen auch noch Geld, oder was? Auch wenn ich einen Tag zu spät bezahlt habe, trotzdem ist bezahlt. Also das Ergebnis bleibt ja das gleiche. Und zu Hause gibt es bestimmt jetzt auch eine Menge Reederei, ne? Natürlich. Das bleibt ja jetzt nicht aus, ne? Familie, das ist immer das Schlimmste. Tja, das glaubt kein Mensch. Okay, das war's jetzt. Sie warten kurze Zeit noch hinter der Tür. Nur mal diese Toilette, wenn das ginge. Machen wir sofort. Ja? Ja? Dauert keine Minute. Ja, alles klar. Bis gleich. An diesem Tag und auch in den folgenden Wochen bleibt Günther H. in Gefangenschaft. Inzwischen aber hat er seine Haftstrafe verbüßt. Bis zum letzten Tag. Jetzt ist er wieder schuldenfrei. Tschüss. Tschüss. Jo, da wieder.